So, ich hoffe, hier ist auch der Lavasee jetzt wirklich gewesen. Ja, Gott sei Dank. Na, 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 lauf, lauf, lauf. Das Vieh ist ja Gott sei Dank weg. Und halt mal schön diese Klau mit dem Chorschlüssel da rein. Tutsch. Na komm. Rein damit. Wo hast du diese... Das ist ja eine riesige Klaue, meine Güte. Wo hast du die nur versteckt? Die äußere Hülle ist zwar geschmolzen, aber das Innere ist noch immer kühl. Ein offener Chorschlüssel. Wie sieht der aus? So sieht er aus. Okay. Und theoretisch müsste man den offenen Chorschlüssel ja irgendwie mit dem Chor kombinieren können. Also das Chor als Schloss praktisch. Um dann sozusagen die Geheimnisse von Septara zu ergründen. Aber ich glaube, darüber wird uns ein alter Freund mal etwas mehr berichten müssen können. Ja, müssen. Das trifft wahrscheinlich eher. So. Komm, lass mich. Wir suchen also wieder unseren Weg hier raus. Aus den Höhlen und raus auch aus... Oder weg von Septara 7. Oder Terra 7 heißt es ja. Keine Gegner. Sehr angenehm. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so bei den ganzen Bildschirm. Moment, nicht richtig. Ach, da oben muss ich lang. Stimmt, ist mal noch eine Ebene weiter unten. Ja. Diese unscheinbare Rampe hoch, die eigentlich relativ glatt aussieht. Ich glaube, da kann man unglaublich gut drauf ausrutschen und sich das Knie ausschlagen. Das ist natürlich sehr unangenehm, ist, aber... Ja, ne. Gott sei Dank haben wir noch nicht sowas wie... realistische Schmerzempfinden in Spielen umsetzen können. Was ich sehr gut finde. Ebenso wie Geruchsspiele oder was weiß ich was. Mittlerweile geht es immer mehr auf sensorischen Sinne praktisch, also mehr aufs... was mache ich denn hier für ein Mist? Sag mal. Immer mehr auf dieses, ja, wir bewegen uns selber, was weiß ich, à la Wii oder Kinect oder wie die alle heißen. Was sicherlich ganz witzig ist, aber ich weiß nicht, ich mag dieses Stumpfe am PC oder an der Konsole rumsitzen und mit dem Controller daddeln oder mit der Maus meinetwegen daddeln. Da, ich weiß nicht, das würde ich relativ entspannt. Und ich glaube, wenn ich dann längere Zeit mit der Wii oder sowas spielen müsste... ist natürlich nicht wahnsinnig anstrengend oder sowas, aber ich weiß nicht, dieses Gefühl würde mir irgendwie etwas flöten gehen. Dieses behagliche Gefühl, dieses entspannte Gefühl, weil man sich die ganze Zeit hektisch bewegen muss, gerade was ich bei Ego-Shootern oder was weiß ich was, oder bei Jump'n'Runs meinetwegen. Da stehe ich darauf, im Großen und Ganzen nur hier zu sitzen, völlig lethargisch und einfach nur die Maus zu benutzen. Oder den Controller. Ab und zu mal aufzustehen, aufs Klo zu gehen, das ist doch mal ein ganz entspannter Sonntag. Das ist ja mich echt mein Kindheit oder meine frühe Jugend, könnte man sagen. Oder meine spätere Jugend. Oder mein frühes Erwachsenenalter. Ja. 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 Sind wir hier richtig? Ja, hier waren die Krabben, genau. Und raus mit uns. Und auch gleich weg von Terra 7 auf nach Terra 2. Wo uns lieber Assis wahrscheinlich mannigfaltige Informationen zustecken wird. Wo bist du, Assis? Alter Hippel-Opa. Ja, na. Assis. Wahrscheinlich stehst du immer noch da. Hi. Guck mal, Assis. Ach ne, erstmal, hast du sonst irgendwas zu erzählen? Irgendwas Wichtiges? Die hatten wir, glaube ich, alle schon mal. Die Helgold schon angesprochen. In einem Dorf auf der untersten Scholle habe ich die Schnitt. Ah ja, das haben wir schon gehabt. Prima. Dann gehen wir, kommen wir gleich zur Kralle. Zum Chorschlüssel. Zu Kralle, sag ich schon. Doskias Pfuscherei hat das empfindliche Uhrwerk des Chor durcheinander gebracht. Meinen Berechnungen zufolge wird sich die nächste Konjunktion bereits innerhalb der nächsten Tage einstellen. Lord Gunnar hat mir erzählt, dass die nächste Konjunktion die letzte sein wird. Richtig. Wenn das Chor den Energiefluss nicht reguliert, wird sich der Planet so lange immer schneller drehen, bis wir alle vernichtet werden. Dieses Artefakt mag vielleicht der Schlüssel zu unserer Rettung sein. Faszinierend. Siehst du dieses Symbol hier? In der alten Sprache des Schöpfers bedeutete es Weisheit. Dieses Artefakt ist seines. Es ist ein Schlüssel zum Chor. Ihr meint, ein Artefakt des Schöpfers? Ja. Mit diesem Artefakt können wir das Problem lösen, dem wir uns gegenübersehen.
Wir müssen den Schaden wieder gut machen, den Doskias angerichtet hat. Denn Marduk sagt uns, dass die beiden Schlüssel uns geradewegs zum Geschenk des Schöpfers führen. Und wir mit diesem Geschenk die Welt erretten können. Was soll ich tun? Du musst dich sofort auf den Weg zum Kor machen. Benutze die Schlüssel, um an die Geheimnisse des Kor zu gelangen. Aber ich brauche beide Schlüssel. Und Doskias hat den anderen. Quengel, quengel. Auch Doskias weiß, dass die kommende Konjunktion die letzte sein wird. Da ihr beide ein Stück des Mosaiks habt, werdet ihr euch auch beide zum Zeitpunkt der Konjunktion am Kor einfinden. Er wird dich dort erwarten. Lernen wir dann endlich zusammenzuarbeiten? Wohl kaum. Du musst ihm den anderen Schlüssel entreißen und diesen dann benutzen, um das Geschenk des Schöpfers zu erlangen. Mit dieser Macht, der Macht, die auch Doskia selbst anstrebt, kannst du die Welt vor ihrem Untergang bewahren. Aber wie gelange ich in das Kor? Doskias hat Stollen in das Kor gebohrt. Vergiss das nicht. Auf diese Weise gelangt man in das Innere. Ja, und dahin müssen wir jetzt praktisch auch wieder zurück. Aber vorher haben wir eigentlich schon ausgeschlafen. Ja, sind wir. Vorher will ich vielleicht noch einige Brote und Wurzeln und was weiß ich was für lustige Salben kaufen. Während das Schiff gerade abspackt. Ja, und eventuell auch mal, oh, das Chor von oben. Interessant. Und die Fabrik. Ja, wie auch immer. Und vielleicht auch mal ein anderes Mitglied der Crew da mal nehmen. Ich schätze mal, ich nehme diesmal wieder Arime, weil ich mag Arime, mein Gott, nochmal. Badu kann jetzt auf Position 2 vorrücken. So. Das ist ja praktisch mehr oder weniger mein Lieblingsteam, so wie es gerade aussieht. Finde ich einfach nur großartig, spiele ich sehr gerne damit. Und kann gleich mal gucken, ob Arime eigentlich irgendwas noch braucht. Ach, ich erinnere mich. Ich habe hier eine wunderschöne Liste. Maya, hier, nimm deine Tatze. Wo bist du? Nicht das, genau. Und Badu hatte, was, eine Schlange? Ah ne, Selina hat eine Schlange. Du hattest eine Metallschlange. Ah, dann muss ich mal zu Selina zurück. Moment, das. So. Du kriegst eine Schlange. Du hattest vorher, was hattest du vorher? Ein Quicklicht, aber eine Schlange ist offenbar besser, die wir irgendwie im Dschungel gefunden haben. So, kannst dich darüber freuen. Und kannst dich auch gleich verpissen, weil du mich nervst. So, hau ab. Aber die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Ich habe noch irgendwas für dich, was ich irgendwie verbessern könnte noch. Megaschlag, nein. Power Plus, alles Mist. Also alles momentan nicht wichtig für mich. Riesenwehr, Harnisch. Ja, genau. Kann die Riesenwehr weg. Blitzer, Powerblitz. Ohne Frage ist besser. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Schwere Schuhe und Stahlsocken. Ja, wunderbar. Haben wir ihn auch mal nicht ausgerüstet. Das heißt, wir gehen wieder zurück in die Geschäfte und verkloppen wieder ein bisschen Kram und bekommen hoffentlich auch wieder ein bisschen Kram. Oasis Innenstadt. Das erste Geschäft ist für mich hier unten. Junkmail. Willkommen. Hi. Ah ne, lassen Sie sich ruhig Zeit. Schade. Erstmal verkaufen den ganzen Mist, den wir jetzt nicht mehr brauchen. Was wir eben gerade auch Aran abgenommen haben. Leder, wo haben wir das Leder denn bitte her? Riesenwehr kann weg, schwere Schuhe kann weg. Das war's hauptsächlich. Ach nee, hier ist ein Blitzer und ein Blitzmesser kann man da wegnehmen, was wir auch im Dschungel gefunden haben. 9400 Attacken plus gemacht, warum nicht? Was haben wir denn hier? Ultraweste, Riesenwehr, Bleianzug. Okay. Robo, ach, die ganzen Mega-Robos sind mir gerade völlig egal. Hydros, wen sind die denn für euch? Aber auch ihr seid mir egal. Perfekt. Gut, hau ich wieder ab. Und wir werden erstmal was zu essen kaufen. Will ich auch nicht ewig hier verweilen, weil momentan kommen wir mit den Gegnern relativ gut klar. Also sind jetzt so etwa ein Level mit mir, würde ich sagen. Also ich nehme an, gleich würde ich eines Besseren belehrt, aber erstmal kaufe ich mir wieder ein paar Potions Willkommen. Oder Brot oder wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Das geht ja mal relativ fix weg. Hallo, Brot. Habe ich die maximale Anzahl von Broten? Kann das sein? Oh, wie hab ich denn das gemacht? Habe ich mal irgendwann Brote gekauft und war... Willkommen. Ist das Sehen Sie sich ruhig? Ich hatte doch Brote verkauft. Brote verbraucht, nicht gebraucht.
Also ganz ehrlich, ich hab nicht gecheatet. Und das mal. Verstehe ich nicht. Gut, gibt 25 in ein Core-Artefakt, ja. Davon noch ein paar. Was hast du noch so groß? Stahl hast du schon, Eisen brauchst alles nicht. Geldbeutel, Erzmuskel, ach Quatsch. Alles Gelumpe braucht doch kein Mensch jetzt. So. Und zuletzt nochmal das andere Geschäftchen hier rein. Mein Gott, 454 Lebenspunkte. Also, um die angreifen zu müssen, um die angreifen zu können, brauchen wir wahrscheinlich noch eine Weile. Die dummen spielen die Kinder. Und das Stockpile, unser favorisiertes Waffengeschäft. Möchten Sie? Ja, mal gucken. Powermotor, Leichtblitz, ach, haben wir schon alles. Zielsucher. Trifft alle Ziele, richtet aber wenig Schaden an. Ja, okay. Granate. Napalm, das Mist, Schrapnell, ist auch irgendwie doof. Ein Betäuber, betäubt das Ziel. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wer kann das nehmen? Auch Aram kann das nehmen. Weißt du was? Aram kriegt jetzt mal einen Betäuber. So, das ist tatsächlich mal was Nützliches, glaube ich. Klingen, Betäuer. Gucken wir, wie das aussieht jetzt hier an seinen wunderschönen Ärmchen. Ah ja, hat noch so eine komische Spritze hier dran, so eine Kanüle oder so ein kleines Gefäß. Interessant, interessant. Gut. Ja, alles fein. Da können wir wieder gehen. Diesmal habe ich nicht mein ganzes Geld auf den Kopf gehauen. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Das sieht schon ein bisschen gefährlich aus hier. Obwohl ich meinen Tee, glaube ich, draufstellen würde. Mach ich jetzt Bock auf den Tee. Verdammt. Hätte ich damit anfangen sollen. So. Das war jetzt Terra 2 wieder. Zurück nach Terra 7. Zum Chor. Und Doskias hat ja Stollen gegraben, wie uns Assis ja glaubwürdig versicherte. Und ich glaube auch, er hat recht. Und wo waren diese Stollen? Warte, Moment, hier war das irgendwo das Dorf. Ne, das ist ach, der Monowald. Weg. Geh ja weg da. Die Stollen waren noch da, wo wir gerade herkamen, soweit ich weiß. Nein, nicht zum Monowald. Ah, ja. So. Da hoch müssen wir. War doch irgendwo der verdammte Eingang. Ah, hier ist er. Höhlen der Ostberge. Ach nein, Moment, zurück. Halt, stopp. Wir müssen doch in den Moderwald. Und zwar durch die Ruinen, denn da waren erst, nicht die Stollenruinen, sondern, Moderwald, müsste hier bist du, Moderwald. Denn wir müssen durch die Ruinen durch, wo Badu sozusagen diese Tür geöffnet hat für uns. Ich frage mich nur, wo das eigentlich genau war. Ach ja, hier oben war das. Also müssen wir erstmal nach oben. Hoffentlich mit wenig kämpfen, weil die sind sowieso viel zu schwach für uns. Bringen uns wenig und rauben uns unsere wertvolle Zeit. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Wenn hier hoch irgendwie. Hier sind schon die Ruinen, ganz gut. Ja, irgendwo die Tür. Moment, wo ist die Tür? Ja, genau. Tür ist offen und jetzt, glaube ich, in so einen weiten Bogen rum, oder? Ja, genau. In einen weiten Bogen rum. Perfekt. Warte mal, glaube ich, hier falsch? Nee, war alles gut. Hier sind aber auch keine Gegner wirklich. Also keine, die mich wirklich angreifen, was ich sehr angenehm finde. Aber das wird es wahrscheinlich noch bald geben. Weil ich nehme an, oder ich weiß nicht mehr genau, es wird wahrscheinlich wieder ein riesengroßes Areal kommen, auf dem Weg zum Höllengott, beziehungsweise zum Chor oder im Chor, wo wir relativ viel Ressourcen verbrauchen werden, aber momentan sind wir relativ gut gerüstet und auch recht stark, würde ich meinen. Also natürlich hätte ich noch ein bisschen leveln können, außerhalb des Let's Plays, aber offen gestanden habe ich darauf wenig Bock. Also, ich will euch schon möglichst am Spiel, am gesamten Spiel teilhaben lassen. Nicht einfach sagen, so, jetzt sind wir Level 50 und mache einfach alles platt und dann werden die Kämpfe auch nicht interessanter für euch, glaube ich. So, hier sind wir, glaube ich, schon ganz richtig. Diesmal nehme ich, glaube ich, mal den hinteren Weg. Ach ne, ich nehme gleich den vorderen Weg. Mal gucken. Lass mal gleich gucken, um zu gucken, überraschenderweise. Wie sich das alles entwickelt hat hier. Ob wir irgendeinen neuen Kartenabschnitt haben oder keine Ahnung was. Okay, da geht's runter und da hinten geht's wieder hoch. Okay, gut. Ach ja, da kamen die ganzen Leute ja angefahren mit ihren komischen Loren, so war das doch, oder? Da war dieser Super-Action-Kampf.
Kommen wir da lang, ohne dass wir angegriffen werden? Nein, kommen wir natürlich nicht. Action! Drei Erwählte. Mit irgendwie ganz schön aussehenden Rüstungen. Also die sahen so schön glänzend aus, als gerade die Loren waren. 100 Lebenspunkte nur. Ja. Ganz toll, das war peinlich, hat keiner gesehen. Aber das ist ja nicht schlecht, da brauche ich nur einen Balken jeweils. Aber vielleicht auch. Aber nicht ganz, aber... Na gut. Und dann sind die auch schon passé. RM nochmal, haben insgesamt keinen Schaden gemacht. Hat mich wenig Zeit gekostet. Prima. Ein wunderschöner Kampf. Ja, schön. Moment. Ah ne, hier geht's hoch. Ich dachte schon, hier oben ging es wieder hoch, gleich diese komischen Balken. Aber eine wunderschön ordentliche Treppe in diesem komischen dreckigen Loch. Aber die Stufen sind total klein. Guck mal, wie groß ein Fuß von RM ist, und das ist wahrscheinlich relativ normal. Und wie klein diese Treppchen sind, oder soll das komisch, oder soll das ein griffeltes Gitter sein? Seltsam, seltsam. Okay, kann man hier unten lang? Oder hier oben dementsprechend? Meinetwegen auch das? Nee, von da kamen wir gerade. Gut, dann nimm halt nochmal den gelben Pfad, der da oben war. Und gucken mal. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass es hier irgendwie war. Ursprünglich. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist gerade abgelaufen. Dann sehen wir uns gleich wieder.